Und da bin ich wieder back wie ein Keck. Also, Railroad müssen wir einstellen. Das wird jetzt... Das war also falsch. Hey. Fickst du mich gerade durch? Geh weg. Dreht sich. Ach, ist ja wie so ein Behinderter. Ah, man kann in beide Richtungen drehen. So, R. Fängt also mit R an. Wo ist das nächste A? Da unten. Also, A. I. L. R. A. O. A. Und noch, zu guter Letzt, ein D. Shazam! Oh mein Gott! Also! Also! Scheiße, ja! Ich versteck mich vor denen, die sind bestimmt böse. Peng. Oh! Okay. In Ordnung. Ich dachte, weil die so ausgegraut sind, kann ich sie gar nicht irgendwie treffen oder sowas, aber es ist echt die Lichtsituation, die hier. Stehen bleiben. Nein. Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? I am the devil. Warum verratet ihr mir nicht zuerst, wer ihr seid? In einer Welt voller Misstrauen, Verrat und Jägern sind wir die einzigen Freunde der Synths. Wir sind die Railroad. Also, beantworte meine Frage. Ist in Ordnung. Ich bin nicht dein Feind. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Ich habe in Diamond City ein Gerücht über euch gehört. Verstehe. Ich bin Desdemona und ich bin die Anführerin der Railroad. Und du? Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Man nennt ihn Deacon, okay. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Schön, dass das jemandem aufgefallen ist. Weißt du, du bist eine echte Berühmtheit. Du hast Amelia Stockton von diesen Irren in Covenant gerettet. Das ist eine Menge wert, wenn du mich fragst. Das ist aber noch nicht alles. Du führst die Minutemen an, hast angeblich die Burg gesäubert. Die Leute reden von nichts anderem mehr. Du bürgst also für ihn? Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Es geht da um, meinen Sohn. Mein Sohn Sean wurde entführt. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach ihm. Jemand hat deinen Sohn entführt? Schrecklich. Weißt du, wer es war? Ich hoffe für dich, dass das Institut damit nichts zu tun hat. Ja gut, es war das, Institut. Kellogg hat ihn entführt. Nun, du hattest deine Rache. Aber das bringt dir deinen Sohn auch nicht wieder zurück. Deacon soll sich drum kümmern. Wenn jemand eine Spur Woher zu deinem Sohn sie, finden was passiert kann, ist mit Kellogg? Dann er. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, müssen wir auf derselben Seite sein. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Hab ich alles schon mal gegessen. Läuft. Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Das ist eine riesige Schweinerei, ist das. Und das werde ich auch in meinem nächsten Wahlkampf so als, ja, Hört sich nach führen. Sklaverei an. Ganz genau. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Ja, natürlich. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Wir tun, was wir können, um deinen vermissten Sohn zu finden. Was das Institut deiner Familie und anderen angetan hat, treibt uns an. Normalerweise wärst du genau der Menschenschlag, den wir rekrutieren würden. Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Dankeschön. Irgendwie passt Kate halt von ihrer Einstellung nicht zu uns, ne? Irgendwie schon, weil sie nur ganz schön sexy hexy ist, aber dieses ich will den Leuten helfen, sie findet es direkt kacke und rollt so die Augen, macht blue, hör auf damit. Da war die Pipes schon irgendwie besser. Da war die schon irgendwie so ein bisschen besser. Verzeih bitte den Empfang. Yeah. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten.
Eure Anführerin war einfach nur vorsichtig. Sie hat Glück, dass du die Situation bereinigt hast. Ich mag es nicht, wenn jemand eine Knarre auf mich richtet. Ganz genau. Richtig, genau das. Genau hat das. Uns aber irgendwie die Chance auf einen guten ersten Eindruck gekostet. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Ja, ich werde nicht behindern. Also, verrat es mir. Warum hast du für mich gebürgt? In unserer kleinen Truppe ist es meine Aufgabe, Dinge zu wissen. Und anhand deiner Taten sieht man, dass du was drauf hast, also ein gefährlicher Feind wärst. Und sicher auch ein wertvoller Verbündeter. Ich bin total stark und habe schon mal jemanden tot gemacht. Aber woher das Vertrauen? Glaubst du mir das alles einfach so? Ich weiß nicht, ob wir dir vertrauen können. Aber ich hoffe es. Wir haben gerade eine schwere Krise überstanden und suchen dringend nach neuen Leuten. Wenn alles eitel Sonnenschein wäre, würden wir das Kennenlernspielchen wohl ausdehnen. Aber wir haben diesen Luxus nicht. Ist das alles? Wirklich? Das ist alles? Du gibst einfach nicht auf, oder? Gut, ich habe eine kurze Liste mit Leuten, die gut zu uns passen würden. Du hast mein Interesse geweckt, also habe ich mich umgehört. Hab meine Hausaufgaben gemacht. Wenn du uns nicht gefunden hättest, hätte ich dich gefunden. Danke, dass du mir den Weg erspart hast. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Ich glaube, wir haben echt gut in Charisma geskillt. Das finde ich wirklich sehr, sehr nice. Bin ganz Ohr. Ich habe da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Daz lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Machen wir. Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington. Dort erzähle ich dir genaueres. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal, oder? Wir sprechen jetzt das nicht einfach ab und dödeln wieder durch die Weltgeschichte, sondern gehen ja einfach mal richtig ran und bringen diese Railroad-Quests etwas voran. Dann haben wir nämlich auch wieder eine Aufgabe und danach habe ich sogar jetzt eben so für mich überlegt, während diesem extrem spannenden Dialog, dass wir ja auch vielleicht sogar ein DLC angehen können. Wenn wir die Railroad so mittelprächtig stehen haben, beziehungsweise da einfach mal eingeführt sind und wissen, wie der Hase läuft. Ich hätte irgendwie Bock, also... Ja, nix da. Also ich hätte irgendwie Bock auf ein DLC. Da ist natürlich die Frage, wie würdet ihr das jetzt finden? Immerhin reißt uns das schon weg von dieser Hauptstory. Wir können natürlich auch einfach ins DLC rein und da uns ein bisschen umsehen und dann wieder gehen. Wir müssen das nicht mit einem Mal fertig machen. Aber jetzt zum Beispiel das Nuka-Cola-DLC, diese Nuka-World, die ist für sich selbst schon wieder so riesig, dass es da unmöglich ist, das einfach so durchzuschniedeln. Das ist auch eine lange Angelegenheit. Das ist eine eigene, sehr, sehr große Map. Man kann extrem viel machen, man kann viel entdecken. Und das ist auch das DLC, das ich noch nicht fertig hatte. Also da kenne ich mich noch gar nicht aus. Farhaber ist auch echt cool, so als abgeschlossenes Ding. Wobei es, glaube ich, nicht so umfangreich ist wie... Ja, wie Nuka World. Und was gibt's noch? Ah ja, genau, den Automatron, den Dödel. Den Roboterknecht können wir natürlich auch angehen. Der ist ja direkt hier bei uns im normalen Commonwealth vertreten. Also da müssen wir jetzt nicht extra irgendwo extern irgendwo hinfahren. So, da vorne ist er. Ja. Aber ja, jetzt hangeln wir uns hier erstmal entlang. Was war das hier eigentlich für eine? Ah, das war das, wo wir gegen die Bären gekämpft haben, ne? Genau, gegen diese Bärchen hier. Deacon, wo stehst du rum? Deacon, hieß nicht so der Ding, der Freund von Duncan Gary. Der Deacon, ja, ich glaube, das war das, ich glaube, so hieß der. Haben die uns nicht mal sau viel Zeug gebracht, die Viecher? Gott, ist die gerade geplatzt? Arme Monster! 5? Kurz da hinten noch einen Knickballerer da. Steht er da vorne, der Deacon? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt viel gebracht haben, die ja, ich hab mal irgendwann so eine Hirschkuh gekillt und war überrascht, wie viel XP. Oh Gott. Da ist Deacon schon mal, aber was geht da ab? Wahrscheinlich wieder Rust Devils, das ist eine Scheiße. Ja, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, die Bots wieder. Die kämpfen auch gegen die Viecher. Was geht hier ab?
Bye-bye, Schwammbot. Da, und Gunner. Gunner gegen die Bots. Da läuft auch noch einer. Da fährt noch einer. Was geht hier ab? Na, ist nicht so optimal, glaube ich. Na, die Pump ist es einfach irgendwie. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Wir gehen jetzt mal ran, wir lösen das hier mal auf, dieses Geballere. Guckt euch an. Die haben hier eine ganze Karawane gelegt. Sind die bescheuert? Hoffentlich nicht eine von uns. Solche Sachen finde ich geil, dass es so belebt ist. Dass das Commonwealth einfach so schön voll ist mit. Oh, scheiße. Nee! Lauft! Oh shit! Die ganzen Leichen. Zum Glück habe ich die schon geflattert. Ich meine, geplündert. Hallo? Ist hier jemand? Da ist ein Bunker mitten in Berlin. Ah. Was sind jetzt die Leute, die hier gerade rumgeballert haben, wie so Wahnsinnige? Shit. Da war irgendein Holoband. Oh Gott. Wir müssen unbedingt ausdünnen. Wisst ihr was? Das müssen wir sowas von hart mal machen. Bald. Einfach mal diese ganzen Holobänder, die wir nicht mehr brauchen, weg, dass ich die Holobänder von den Missionen wiederfinde. Das ist schrecklich. Achso, ich muss jetzt ja wieder runter zu dem Dödel. Wir machen jetzt die Mission dann weiter. Au. There is a gunner. Look at this. Gunner. Oh Gott. Der hat mich fast gelegen. What the fuck? What the fuck? Wo bist du denn überhaupt? Oh. Direkt vor mir mit einer Snipe. Morgen der Nachbar, deswegen hat er mich so fett gedamaged wahrscheinlich. Ah, ich brauche mehr Schrotflintenmunition. Ah, wir haben auch gesagt, wir müssen bald mehr oder generell mal Munition kaufen. Weil wir in. Weil wir. Schuss oder Munition. Schussmangel, Munitionsmangel haben. Ach, diese scheiß Hirschkühe, ich hätte mit denen nicht anfangen sollen. Egal, hallo. Ah, fuck. Müssen wir das jetzt echt machen? Komm, killt diese verkackte Kuh, weg ist sie. Schrecklich, schrecklich. So, Waffe wegstecken, schnell speichern, Dödel anlabern, hallo. Deacon, bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine ja, Ödländer-Tarnung? Mhm. Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich. Gut, nicht wahr? Alter. Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Gesicht tauschen? Kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle ein, zwei Jahre unter das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Unterneuerung. Ja, klar. Um meine Riesenschniedel und sowas läuft bei dir. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Darum ging's ja. Kommen wir zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Hört sich echt schlimm an. Das war eine echte Katastrophe. Ein Gemetzel. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Okay, dann mal los. Aber zuerst müssen wir eine Sache erledigen. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Deacon, geh du mal vor. Du wirst mir nicht glauben, aber ich weiß irgendwie, wohin wir müssen, Deacon. Rote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der. Da ist Mr. Handy mit einem. Da ist Mr. Handy mit einem Pack Brahmin. Nur er. Kann ich mit dem labern? Ne, okay. Also. Oh Gott. Was macht die? Ach, die schießen wieder auf den. Auf diese scheiß Viecher. Ich brech zusammen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Hör auf. Gottes Willen. Wo ist diese verkackte Kuh hin? Oh nein, was hab ich getan? Was hab ich getan? Hopp. Deacon, komm. Schnell. Wir müssen jetzt da hoch. Glaubt ihr, ich kann das einfach ohne ihn machen? Ich weiß es noch so ungefähr, was ich machen muss. Wir müssen hier hoch. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Dann werden wir hier kurz von Ghoulen oder so angegriffen. Ist hier was versteckt? Ne. Ghoul, unser Ghoul-Schreck haben wir hier. Kommt der hoch? Ja, irgendwie nicht, ne? Ach, der wartet auf uns. Ah, ist das zum Kotzen.
Wenn ich vor ihnen bin, das habe ich glaube ich schon mal gesprochen, dann sollten die nie warten. Nur wenn ich hinter ihnen bin. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Du sagst es. Ich glaube, der kann einfach durchsprinten, der ist ganz hinten am Ende, ist irgend so ein komischer Knillig. Und ich muss ihm dann sagen, dass das Wetter schön ist oder dass irgendwelche Geigerzähler nicht funktionieren. Das nächste Warnsignal, genau hier. Wo? Wo ist ein Warnsignal? Ich hab's ja. Ah, da oben. Ich hab's nicht gesehen, ja? So, komm. Zack, zack. Lass uns die mal richtig zerfissen, die Boys. So, weiter. Laber nicht, das geht direkt weiter. Da, und schon wieder ein Warnsignal. Wow, wie habe ich das nur entdeckt? Ich weiß auch nicht. Ich bin scheinbar ein Genie. Ich bin ein Penny. Unter den Warnsignalentdeckern. Ein wahrer Penny. Hopp. Müssen wir jetzt hier echt drüber gehen? Komm, da hinten ist... Ich renne jetzt da hinten. Mist, das ist völlig scheißegal mit dem Lurch. Ich renne mal kurz hin und guck, was passiert. Wir sind eh gleich da. Das ist direkt da hinten. Da steht er schon. Komm. Guten Morgen. Ach, fuck. Kommt er wenigstens her? Ja. Mein Freund braucht so lange. Guck ihn dir an, wie er schlendert. Guck ihn dir an. Der hat die ganze... Der hat scheinbar die Zeit der Welt. Ich bin hier echt in Eile. Na? Ich muss hier noch so einen komischen Dunkelhaarigen umbringen. Dann kommt er angelaufen. Total lässig. Kackwurst, sage ich da nur. Kackwurst. Komm. So, endlich. Hi. Wow, was soll der Draht da machen? Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Ja, die Geigerzähler sind heute wirklich, Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der? Meiner ist in der Werkstatt. Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Das die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Ja. Alles gut, jetzt sind wir ja da. Du bist in Sicherheit. Du willst mir erzählen, dass ich in Sicherheit bin? In eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so von gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von halt doch deinen Mund, Ricky. Okay. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Ja, läuft. Minen? Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich... Okay, und zwar, Ricky, folgende Frage habe ich noch an dich. Ricky. Brauchst du sonst noch was? Hier. Hast du was gefunden, was uns helfen könnte? Wir setzen cool. Da draußen unser Leben aufs Spiel. Ach, ich wusste nicht, dass es geht. Ich kann wohl ein paar Sachen entbehren. Will ja nicht für euren Tod verantwortlich sein. Tschiki-tschink. Wir stürmen die Basis. Sobald wir angreifen, schnappst du dir dein Gewehr und schießt auf alles, was du siehst. Von uns hängen eine Menge Leben ab. Ihr wollt immer und immer und immer mehr. Shit. Bis ich draufgehe, oder ne? Okay. Ricky. Ihr solltet schleunigst von hier verschwinden. Ricky. Eine Sache noch. Reiß dir deine verfickten Arme und Ricky ist dumm. Ja, scheiße, Mann. Ich habe nicht gewusst, dass man den zu irgendwas überreden kann, dass man noch mehr Informationen hat und so weiter und so fort. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber machen wir locker. Wir sagen jetzt zum Deacon, wie der Hase läuft, was wir herausgefunden haben in unserer investigativen Show hier. Deacon, folgendermaßen. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Ja, das ist echt wunderschön. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Ja. Er kommt mir nicht wie der unehrliche Typ vor. So sehe ich das auch. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Zins und sicher auch ein paar. Ja, wir könnten auch. Ich habe bis jetzt immer nur die Tunnel genommen. Ich habe noch nie einen Frontalangriff gemacht. Ich würde es gerne mal testen. Ich sage, wir gehen durch den Vordereingang. Minen fällt hin oder her. Was? Wenn du meinst, dass wir die Eier dafür haben, bin ich dabei. Gehst du vor? Ja, läuft. Hallo? Wir gehen da so. Betritt den Fluchttunnel? Fickt der mich gerade? Frontal will ich in die Scheißneige, bitte. Danke. Ah ja, hier. Wir gehen jetzt richtig frontal vorne rum ran. Und zerhacke die, Alter. Ich geh vor. Deacon, das ist scheiße hier. Krass, das ist... Hier ist es nicht. Ich wurde jetzt erstmal nur dafür
ausgeguckt, hier den Idioten zu spielen. Jetzt muss ich doch hier voll die Kacke machen. Okay. Sehr inkonsequent in ihrer Führung. Warum verbrauchen wir so viel AP? Kann man irgendwie was skillen, dass man weniger verbraucht? Ich weiß, dass man mehr haben kann, aber kann man auch beim Rennen weniger AP verbrauchen? I don't know. Dude, I don't know. So, frontal jetzt mal rein. Der Tunnel ist irgendwo hier, glaube ich, oder? Jetzt laufen wir gerade da drauf zu. Ja, der Fluchttunnel ist hier und wie gesagt, ich habe es bis jetzt jedes Mal über diesen scheiß Fluchttunnel gemacht. Oh. Wow, wow. Oh my god, it's a dog. He's biting me. He's biting my ass. Another dog. Coit, you need to call this dog. Coit, please. Okay, wo ist Hans Wurst? Ah, da ist er. Mehr hast du nicht drauf, Kate, du bist so bescheuert. Kate, sometimes I hate you. Just wait a second. Just wait a second. Warte kurz einen Sackhund. Dafür gibt's wohl immer ein paar Kronkorken. Kate, richtig, Kate, du denkst richtig. Makers, null. Also. Ha! I'm so good. Ich hatte gerade, komisch, da ist nichts übereinstimmt. Das könnte sogar das richtige Wort sein. Penisbehaftet, boom. Ching, ching, motherfucker. Hey, bedding, bedding. Ich glaube, ich gehe jetzt das allererste Mal. Komm, wir testen es halt mal kurz. Wir gehen mal kurz mit diesem Brummer hier. Gehen wir mal hin. Vielleicht können wir ja doch was regeln. Kete, guck mal, was ich hab, Kete. Den Power Fistomat 3000. Sexy, oder? Sie macht direkt so einen Sprung. Hat Angst. Angst um ihre JJ. Power Fist ist halt schon bekannt dafür, ne? Sowas auch mal zu destroyen. Aber easy. Zu dismanteln. Also hier unten wäre der Bronker. Aber wir gehen natürlich total, brontal, frontal ran. Wo sind die Minen? Warte kurz, wo sind die Minen? Ich sehe hier keine. Ah, scheiße, hier sind Minen. Sind ja noch mehr Minen. None. No. I'm gonna take this mine. Oh, there are more mines. Fuck, der hat gar nicht gelogen, ne? Der Kerl. There are many mines. Oh Gott, da ist ja alles voll. Jetzt die Frage, wollen wir die Mine haben oder soll ich sie einfach sprengen? Total cool, ne? Das ist Splittermine 25, wisst ihr was? Wir wollen nicht noch mehr Splitterminen haben. Es reicht uns doch vollkommen, einfach mal hier so ein Batsch-Bum-Peng auszulösen. So. Ich weiß nicht, ob es mit Molly geht, wahrscheinlich schon. Hui! So. Oh, da stehen sie schon, habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße. Da unten stehen die Synth. Irgendeine Waffe fehlt. Ah ja, unser Lasergewehr. Irgendwas verfolgt uns. Nein, das kann nicht sein. Es verfolgt uns gar nichts, du Bitch. Du musst dich nur wieder konzentrieren. Ja, trifft, das sieht uns dann nicht. Das heißt, wir kriegen immer noch zwei von Schaden, oder? Ja. Erst wenn die uns richtig sehen, haben wir die Ace-Kate gezogen. Was? Ist der umgefallen, weil das Ding in die Luft geflogen ist? Ist das eben echt passiert? War ich da gerade echt dabei? Kate? Kate, ich treffe nichts. Mach doch mal irgendwas, Kate. Guck mal, Kate. Gönn dir mal... Na klar. Behalt aber dein Hemd an, Kate. Du musst so durchgenudelt werden. Du alte, toughe Snitch. Nee, wir werden nicht verfolgt. Du gehst in die Kate, und machst du alle... Kate? Los, in Position. Mach ich. Na, also, das geht doch. Das ist eine gute. Das ist eine sehr gute Frau. Ah, Gott. Na, also. Da oben ist auch noch einer. Das heißt einer. Das ist so ein Geschützturm halt. Ey, es ist viel cooler hier oben wieder, um durch diese verkackten Gänge zu gehen. So, weg mit dem. Auf, wir gehen jetzt ran. Als wenn wir hier irgendwelche Scheißgesichter wären. Ich hab die Rüstung an! Ist der verrückt? Ich hatte die Kate eben rumgeschmissen. Oh, wisst ihr was? Wir kriegen jetzt dann ganz viele Zellen in der Kiste. Die haben doch ganz viele Fusions-Energiezellen dabei. Ja, nice, nice. Dankeschön. Ist doch schon irgendwo einer, oder? Ne, das war's.
Waren das alle Leichen von den Dödeln? Ah, okay. Lass uns mal kurz hochgehen gleich. Um zu gucken, dass. Da habe ich ja noch ein Geschütz zerstört, ne? Hier. Ja. So. Und jetzt gehen wir direkt runter mit der Brunner da. Das ist der Haupteingang in diese Basis der Railroad. Let's go. Also Ex-Basis. Der Ruhlrut. Wir können ja auch echt mal für spezielle Fälle so eine Rüstung ultra aufpimpen. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich weiß, dass viele Leute die Rüstung nur nutzen, um damit zu bauen, weil man halt ein Jetpack dran bauen kann, dann kann man. Der Aufzug ist hinter dem Was zum Das heißt, sie hat den Aufzug abgeschaltet. Auch wenn sie alle tot sind, müssen wir trotzdem den Hintereingang nehmen. Oh! Sehen wir es positiv. Der Rückweg wird leichter. Nicht überzeugend. Du bist ein Pisser. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Stimmt, man muss dieses scheiß Stromkackdreck anschalten. Fuck! Ah, hätten wir nur auf Rick gehört, Leute. Oder wie er hieß. Ich habe seinen Namen vergessen. Rick, Marco, Rick, Ricky Martin oder sowas. Ich weiß es nicht. Shit. Verschissel, my whistle. Jetzt haben wir hier die verdreckten Ladezeiten noch an der Hacke. Doppelt und dreifach. Ah, ist lächerlich. Ja, ist wirklich lächerlich. So. Jetzt haben wir Energie verbraucht von unserem Ding. Super. Ach, sehr gut. Er verbraucht ja auch direkt 8 Kilo Benzin, du, der Sack. Und wo ist denn das jetzt da? Da vorne ist es irgendwo. Können wir nicht rennen? Man kann zusehen, wie es leer geht. Das ist schon frech. Das ist schon wirklich frech, oder? Angeblich habe ich noch 29 Cores. Werden die eigentlich automatisch gewechselt, wenn das leer ist? Das weiß ich nicht. Das kann ich aber eh gerade nicht mehr rennen. Ich lasse jetzt mal an. Wir gucken jetzt mal, wie das so ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich mich da irgendwie dran gewöhne. Ich will einfach frei sein, rumhüpfen und sowas. Von dem Gewicht her haben wir uns ja eh aufgeskillt, dass wir jetzt alles Mögliche tragen können. Ist sicherer, und ja. Aber rechnet mit Generation 1. Ja, ich mach das, komm. Ach du Scheiße. Furnished. Tja, Leute, leicht gut, ne? Ich habe jetzt einfach das andere Wort genommen, weil ich es oben nicht gar nicht vorlesen konnte. Lucky. Ich glaube ja sogar, er hätte das aufgemacht. Ich meine, dass ich dieses Ding irgendwie aufmachen musste. Warnsignal hinterlassen. Oh, das hier bedeutet Ärger. Ja, das heißt, dass hier ganz schön Kacke am Abgehen ist. Ne? Aber ordentlich Kackehäufchen am Abgehen. Hey, yo, bitch! What are you doing, snitch? Eigentlich bringt diese Verstrahlungsgeschichte gar nichts bei den Synths. Ah, Kakelax, dude. There are some Kakelax. Da mal die Gosch. Das Viereck in der Mitte, das machen sie. Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt. Ist gut, Dulken. Konnte Maeve etwas in Sicherheit bringen, bevor. So. Was können wir denn hier am Terminal machen? Die Scheinwerfer. Scheiß doch auf die Scheinwerfer. Die Runner wohl kaum gestört, aber hey. Bewegung entdeckt. Zitter. Alter, ich würde auch gerne mal treffen. Was, wenn doch, dann soll ich. Warum soll ich laufen? Wenn was ist? Der Dieke nuschelt einfach so in sein Bart rein, ich verstehe ihn gar nicht. Labert irgendwas? Labert doch, der Labersack. Du laberst doch, du la. Da mal noch was. Der schlaue Nikolas, der liegt hier tot mit dem Gesicht im Wasser. Ich glaube nicht, dass das so schlau ist. Oder war? Wer liegt hier? Der dumme Bock? Ah, Francis Odell. Zuckerbomben. Na klar, wenn man Bomben bei sich trägt, braucht man sich nicht wundern. Ist jetzt noch ziemlich kicky, finde ich. Könnte an der Rüstung liegen. Wer weiß. Noch ein aktives Terminal. Mr. Mathers. Wir haben nicht die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Können wir die. Oh, ich habe die jetzt gerade aktiviert. Schalte sie ein. Als kleine Überraschung für uns. Freunde. Überraschung! Hallo? Sind die jetzt auch, schießen die uns jetzt dann auch ab, diese Türme? Ja, das leichte Tarnfähigkeit. Aber ich kann mich nicht tarnen. Oder leichte Gleitfähigkeit. Auf was bezogen? Die Kate? Mein Gott! Wir wollen die Kate rapen. Die sind doch verrückt. Wild gewordene Dildo. Ah! Okay. Okay, das hat jetzt perfekt gepasst. Das hat wirklich perfekt gepasst. Okay. Klasse, die haben das Geschütz verpuffen lassen. Wer ist das? Kelly. Kay.
Shazam. Wir naschen mal kurz. Ah, halt. Stinkpacks habe ich ja auf der Kurzwahltaste liegen. Oh, das hat jetzt aber sehr wenig verbraucht bis jetzt, unser Fight hier unten. Gut. Bewertung. Sie müssen weg. Einsteiger. Freundliches Terminal. Fists. Also Fists. Aha. Loft. Shit. Ich bin gerade. Das wäre es, ja. Ich hab verwirrt. Entweder das eine gucken, ne, was nicht das erste enthält, beziehungsweise. Ja. Oder eben was das vom zweiten enthält. Habe ich mich kurz selbst Brain gedehnt aus deiner Scherze. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Ach ja, bist du dir sicher? Bitch! Ah, fuck, mit der Schrotflinte wieder, ich bin so ein Kind. Hopp, ran. Sag ich. Bam, bam! Okay. Nein. Ja, er boxt mich mit seinem Cripple-Arm. Mit seinem Robocock-Arm. Fuck. Ja, moin. Der mich fast gebumst, kann das nicht sein. Nein. Oh. War das etwa schon alles? Chill, Mann. Erstmal fokussieren. Auch wenn es dich vielleicht überrascht, es gibt nicht unter allen Slocum-Joes eine gewaltige Tunnelanlage. Wir betreten ein Forschungslabor der Defense Intelligence Agency. Ein Ort, den es offiziell nie gegeben hat. Man nennt ihn der Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Gut. Hier haben wir noch einen weiteren Energy Kern. Ich glaube, man kann mit einer Mod die Teile auch laden, aber ich glaube, beziehungsweise frage euch jetzt gerade, ob man sie auch anderweitig laden könnte, ohne irgendwelche Modifikationen zu installieren. Kann man hier so auch ein technisches Dokument? Da freut sich auch der Dildo-Kerl oben im Gefängnis. Im fliegende Terminal. Slocum Jones, wöchentliches TPP. Tarnungseinsatz besprechen, Leute. Die Zahlen für den September sind da. Nummer 38 hatte einen arbeitsreichen Monat. Wir hatten rund 18%. Wir hatten 18% mehr Kunden, obwohl wir die Putzleistung halbiert haben. Was ist das überhaupt, diese Geschichte hier? Wir starten mit der Operation Faules Ei. Das genau. Wenn jemand Brummbiss erwähnt, stellt euch dumm. Himbeer und Sahnefüllung waren die beliebtesten Sachen dieser Woche. Der Bürgermeister ist... Hä, was ist denn das für ein Laden? Falls Freunde oder Familienmitglieder fragen, sagt, dass ihr unten in der Lieferabteilung wartet und es verpasst habt. Am Samstag gab es ein unerwartetes Gewitter, bei dem es einer der Transformatoren erwischt hat. Es gab im ganzen Block 4 Stunden lang keinen Strom, von 9 bis 13 Uhr. Alle, die Dienst hatten, wurden bereits informiert, aber jeder würde wissen, dass sie haben eine Donut-Party veranstaltet. Denkt dran, ablenken. Je weniger Details, ihr... Okay. Hindikusch-Bericht. Wir brauchen alles, was sie uns über das Signal TPN-03 beschaffen können. Direkte Aufklärung, Funkaufklärung, ganz egal. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Täglich Updates. Sobald sie etwas Handfestes haben, leiten sie es an die Datenbank weiter. Shit, 33 Minuten. Komm, Halloween-Party noch. Ah! Nach dem Dienst gehen wir ins Antoine's. Da steigt eine richtige Halloween-Party mit Kostümen und allem drum und dran. Zivilisten werden auch da sein, einschließlich jemand, von dem Kate glaubt, dass sie dir gefallen wird. Auch ganz sicher niemand, der nur aufs Geld aus ist. Du musst mehr rauskommen, das ist ein harter Auftrag für uns alle, also lass dich nicht von diesen Datenverlierern runterziehen. Alles klar, Leute, es geht dann das nächste Mal weiter. Ciao, ciao.